Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stardew Valley. In der letzten Folge haben wir ja erfolgreich bis Level 15 die Mine bestritten. So. Oh Gott, das ist so schön viel. Oh, wunderschön, wunderschön. Weiß, da ist nichts, aber ich gieße es trotzdem. Gut. Und, jetzt haben wir hier geerntet. Und machen hier uns das, ne? Jetzt noch ein bisschen gießen. Und dann am nächsten Tag. Oder diesen Tag heute. Ich würde sagen, gehen wir mal wieder in die Mine. Ne? Gehen wir da nochmal rein. Nein. Komm. So. Ab und zack. Perfekt. Hier fülle ich nochmal die Kanne auf und dann geht es los. Oh, really? Das da rein, das da rein. Das hier, das hier, das hier. Wow. Nice, okay. Weißt du, dass ich mir irgendwas mitnehmen zum Energie und so? Oder ich gucke einfach mal, was da rauskommt. Den Amethyst tue ich dann einfach in. Das tue ich dann einfach mal in ein. In das Museum rein. Wir gehen einfach mal ins Museum. Ich glaube, ehe wir da sind, können wir das heute eigentlich mit der Mine knicken. Aber na gut. Auf zum Schmied. Auf zum Schmied. Yeah. Yeah. Moin. So. War nicht schlecht. Ja, ein. Na gut. Ein Körperohr. Na ja, gut. Ja. Ja. Oh, es ist den Topaz, hätte man dann noch reinschmeißen können. Aber den hat man noch nicht. Ein Reward. Melon Seeds. Nicht schlecht. Melonensamen. Komm, die Melonen, die pflanzen wir jetzt noch an. Die pflanze ich jetzt noch an. Ich glaube, wenn ich die angepflanzt habe, dann kann ich eigentlich auch gleich wieder schlafen gehen. Ja, komm, mach mal einen Trick.
Kannst du aber nichts außer dich drehen. Geil. Ich dich anschieben. Komm hier. Noch geht denn nicht. Würde mal gucken, stimmt, was kosten hier Tiere? Sonst muss ich echt dann überlegen, ob ich das. Hey, wie ist das Wetter? Supply Shop. Heu, Heizer, Scheren. Ja, das Scheren wahrscheinlich nur, wenn du irgendwie Schafe hast oder so. Upbound, Big Pound. Okay, welches Tier könnte das sein? Weiß gerade, Jackson auf den Kopf. Im Ernst, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Sag als Schwein vielleicht? Na, schauen wir mal. Eine Koppel kann ja eigentlich alles rein, wenn man nehmen möchte. Also theoretisch, ne? Von Schweine, Kühe, Schafe, so ein Zeug eben. Wir brauchen unsere Hacke. Das Ding. Die Teile. Alright. Hier hin. Hier hin. Dorthin, dorthin. So. Dann. So. Zack, zack. Okay. Dann. Da. Da. Perfekt. Nun, wie viel könnten wir denn da noch anpflanzen? Theoretisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich meine, wir könnten ja eigentlich, ne? Theoretisch. 6 Stück. Das ist nicht die Welt, Melonensamen. Ne? So, das kosten maximal 600. Durch den Verkauf von dem ganzen Zeug, was wir jetzt gerade da reingeschmissen haben, das, da kriegt man auch noch so viel raus. Also, die 10.000 haben wir locker in der Tasche, so ist es nicht. Da kann man uns endlich die Küche machen. Und Melonen in der Küche zu haben, ist doch auch mal was, ne? Ich will nicht wissen, wann diese Idioten hier Geburtstag haben. Hier der Rainbow Trout. Naja. Was kostet denn ein neuer Rucksack? 10.000. Und dann zieht's. Was habe ich gesagt? Sechs Stück. Okay. Danke. Tschüss. Ich muss sagen, in der letzten Folge. Das süße Getränk, was ich derzeit zu mir nehme, das ist unglaublich viel zu süße, ist jetzt irgendwann, ich glaube, das tötet so lange deine scheiß Geschmacksnerven ab, bis du es einfach nicht mehr schmeckst. Ich schmecke tatsächlich gar nichts mehr davon. Gar nicht. Ich schmecke da nur noch, wenn es den Hals runterläuft, und dann merkst du halt dieses Süße. Und dass es halt ein bisschen brennt. Aber sonst ist das echt, brennt dir das die Geschmacksnerven weg. Das kann ich das nicht sagen. Nice, 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 nice. Perfekt. So. Perfekt.
Irgendwas zum Verscherbeln hier? Noch? Mein. Ist uns eigentlich eher nicht so. Moment, was kostet das Life Potion? Die Life Potion? Hier. Ich habe manchmal Moral. Oh Gott. 200 Energie und 80 Health. Nice. Cooking. Stimmt, das können wir auch nochmal machen. Wir können mal kurz hinten vorbeischauen in der Höhle. Mal gucken, was da abgeht. Hallo, bitte, Katze. Wow. Kommen, Mushroom. Kommen, kommen. Den auch irgendwie hier. Geht es? Nee. Leben, leben. Okay. Okay, gut. Dann, ist das jetzt mal so? Ja. Ja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Die Mushrooms behalte ich mal, einfach nur des Kochens wegen. Ich mach mal, warte mal, Crafting? Crafting? Kostet das 50 Wood? Wo ist unser Holz? Hier haben wir unser Holz. Ich mache mir mal noch eine Kiste. Tue ich da rein. Und die tue ich mal hier hin. So, denn in diese Kiste kommt alles rein, was wir zum Kochen brauchen könnten. Sprich, das hier, das hier, das hier. Nein, nicht das Holz. Das hier. Das hier vielleicht. Das hier vielleicht. Pflanzen nicht. Das war's. Das hier. Das hier. Das, das. Das, 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 das. Alright. Schaffen. Sehr gut. Oh, nice. Das gibt Fettschotter. Oh, nice. Och, gibt das Schotter. Geil. Da können wir uns ja vielleicht auch. Wenn wir dann nochmal eine Minentour machen. Nice. Nice. Noch eine neue Spitzhacke machen. Maltour. Dimitrius. I'm gathering data on the relations between soil and cropping. Rituals levels. Long story short. Okay. Need fresh melon from your farm. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Der Wissenschaftler, der bei uns in der Höhle arbeitet, der braucht Melonen. Okay, sind wir gerade am Machen. So. Eine Melon. Eine Melone. Ist hier gerade am Stüsseln hier. Hoppi. Ach, Vibe, Alter. Das Vibe manchmal, ne? Ich sag da mal nichts dazu. Gut, Poppy, muss man jetzt irgendwie. Flower. Colorful Flower. And Medical Uses. Okay, die sollten wir vielleicht behalten. So, dann tue ich die erstmal hier rein. Den Fertilizer. Ich auch mal rein. Am dümmsten ist, ich nehme mal den Kuchen mit. So. Einfach nur zum Notfall, weil ich jetzt gleich in die Höhle gehen will.
Zack, zack. Hier nochmal. Alles muss hier nass werden. Ist so ein bisschen nervig, muss ich sagen. Also das... Ja. Ja, gut, es ist halt eine tägliche Routine, einfach hier das Zeug hier aufzufüllen, aber... Irgendwie so... Ich muss sagen, so... Radieschen. Die habe ich wohl übersehen. Ach, das ist irgendwie. Oh, das ist 45. Die ist da. Hier. Gut, ein bisschen helfen diese Sprenkleranlagen schon. Aber halt nur ein bisschen. Der macht jetzt hier so ganz automatisch ganz viel, aber ach, Alter, hört auf mich anzuschreiben. Ich Mann, Schnauze! Ich nehme gerade auf. Kann gerade nicht. Mann, wie oft soll ich das denn noch sagen? Ich habe extra Steam auf abwesend gestellt, ja. Und es schreiben mich trotzdem. Ich habe den allen gesagt, lasst es bitte. Wenn da abwesend steht, schreibt mich nicht an. Lasst es einfach und ladet mich nicht zu CSGO ein, wenn ich hier am Zocken bin, wenn ich gerade was anderes... Warum? Warum macht man das? Ich meine, ich verstehe es nicht. Im Ernst, erklärt's mir. Jetzt erklärt's mir. It's me, the Mario. Nee, aber im Ernst. Ich verstehe das echt nicht. Wir holen sie das mir in die Küche. Ich meine, man sieht doch... Oh, es spielt gerade Stardew Valley. Ja? So. Dann lässt man den spielen und lädt ihn nicht zu CSGO ein oder irgendwas anderem. Das ist mir unverständlich. Das ist mir einfach unverständlich. Wenn man... Ach, ich sag da gar nichts zu, ey. Ich sag da gar nichts mehr zu. Fertig, aus, Ende. Wir brauchen noch bis 450 Holz, ey. So, genug aufgeregt für heute. So, nice. Und dann auf zum, ne, mal die Küche holen. Mal gucken, wie dann unser Haus aussehen wird. Bin ich ja mal sehr gespannt. Oh, ja. Gehen die denn alle hin? So geschlossen. Nimm das mal mit. Oder? Oh nein, den hätte ich erwischen können. Verdammte Axt. Na gut. Dann eben nicht. Upgrade House. Ja. Danke. Ich werde morgen starten. Warum nicht heute? Sie befindet in around
So um die 3 Tage. Dauert der ganze Kit. Na gut, ein Haus komplett auszubauen dauert ja ein bisschen. Gut, kann man verstehen. Um die 3 Tage rum. Ja. Na gut. Ja. Gut, okay. Was ich jetzt auch noch mitmachen möchte, ist folgendes. Ist nämlich Folgendes. Geh ich nochmal nach Hause. Nein, hier ist der Bus. Moment. Ich habe gerade noch so überlegt. Ich brauchte 5. Ich bin am überlegen, was wir jetzt upgraden sozusagen. Bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Nein, den Honig. Wieder woanders rein. Brauchen 5 Copper. 3 haben wir schon. So. Wir warten jetzt einfach mal. Oder wisst ihr was? Komm. Wir sind schon bei 22 Minuten. Ich mach das offline. Ich mach das offscreen. Ich mach jetzt noch 5 Barren mehr. Oder so viel, dass wir hier halt genügend haben, um dann in der nächsten Runde noch mehr aufzuwerten, sozusagen. Ne? Also, anders gesagt, ne? Nicht noch mehr aufwerten, sondern jetzt einfach danach noch nicht nur die Axt, sondern auch die Spitzhacke. Oder je nachdem, was wir halt jetzt als erstes machen. Ich denke mal aber eher, dass wir erst die Spitzhacke machen werden und dann die Axt. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis denn. Ciao.